Danke, Sir. Die Männer werden nicht wiederkommen. Sollte es aber dennoch geschehen, so kauft ihnen nichts mehr ab, sondern lasst sie festnehmen. Die Depositen gehören mir und sind mir von ihnen gestohlen worden. Ich werde vielleicht wieder bei euch vorsprechen. Er zog sein Pferd herum. Der Indianer tat desgleichen. Dann sprengten beide wie vorher im Galopp die Straße entlang. Es wurde kein Wort zwischen ihnen gewechselt, bis sie am Kai des Hafens anlangten. Dort erkundigte sich Colonel Sam Firegun, denn dieser und kein anderer war der Weiße, welches von den beiden Schiffen der Loribel sei. Und als ihm der Bescheid geworden war, wandte er sich an seinen Begleiter. Mein roter Bruder ist mir auf der Fährte der Räuber gefolgt über die weiten Länder der Savanne. Wird er bei mir bleiben, wenn ich gezwungen bin, ein Schiff zu besteigen? Winnetou, der Häuptling der Apachen, geht mit Sam Firegun über die ganze Erde und auch auf das große Wasser. How? Die Räuber haben nach dem Schiff gefragt, das da drüben liegt. Sie wollen über das Meer entfliehen. Aber es ist ein Kriegs- und kein Passagierschiff, das man zu jeder Zeit besteigen kann. Sie sind noch an Land. Soll ich meinem Bruder sagen, was er tut? Mein Freund spreche. Er bleibe hier am Wasser, um das große Kanu zu bewachen, nachdem sie gefragt haben. Winnetou aber wird zurückkehren vor die Hütten der großen Stadt, um die Jäger zu erwarten und herzuführen, die zurückgeblieben sind, weil ihre Pferde müde waren. Sam Firegun neigte zustimmend den Kopf. Mein Bruder ist klug. Er tue, wie er gesagt hat. Er stieg vom Pferd, das er dem Hausknecht eines in der Nähe sich befindenden Gasthauses übergab. Der Apache aber kehrte allein den Weg zurück, den sie miteinander gekommen waren.